Möchtest du wissen, was du von der Steuer absetzen kannst? Wenn ja, dann bekommst du in diesem Video einen groben Überblick. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und das deutsche Steuerrecht ist relativ kompliziert. Es gibt unheimlich viele Dinge, die du irgendwie steuerlich geltend machen kannst. Es gibt aber drei große Kategorien an Ausgaben, die du steuerlich geltend machen kannst. Und damit du einen Überblick bekommst, schauen wir uns diese drei Kategorien in diesem Video mal im Detail an. Die erste große Kategorie an Ausgaben, die du steuerlich geltend machen kannst, sind deine Betriebsausgaben. Wenn du selbstständig bist, dann kannst du Betriebsausgaben im Rahmen deiner laufenden Buchhaltung ansetzen. Und das ist ehrlicherweise für dich der allergrößte Hebel, Kosten anzusetzen. Ganz kurz, das sind alle Kosten, die halt im Rahmen deines Unternehmens irgendwie entstehen. Das können Werbekosten sein, das können Kosten für deine Büroräume sein und Reisekosten, das können betriebliche Versicherungen sein, das können Hotelübernachtungen für Geschäftsreisen sein, Flyer, Visitenkarten, all diese Dinge, die du irgendwie brauchst für dein Unternehmen. Diese Kosten darfst du in der Buchhaltung ansetzen und die reduzieren natürlich deine Steuerlast. Ich habe dazu mal ein ganz ausführliches Video gedreht, weil das hier so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Also schau dir das gerne einmal an. Die zweite große Gruppe an Ausgaben, die du steuerlich geltend machen kannst, sind die sogenannten Sonderausgaben. Sonderausgaben sind private Ausgaben, deswegen kannst du sie nur einmal im Jahr im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend machen. Oder wir machen es für dich, wenn du unser Mandant bist. Und Sonderausgaben sind Ausgaben, bei denen der Staat unbedingt möchte, dass du sie hast. Das heißt, der Staat möchte, dass du diese Ausgaben ausgibst oder verpflichtet dich sogar gesetzlich dazu. Und im Gegenzug dazu gibt es eine Steuererleichterung. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, was gehört eigentlich dazu? Was sind eigentlich Sonderausgaben und was kannst du als Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend machen? Das sind an erster Linie Altersvorsorgeprodukte, das heißt deine Altersvorsorge, zum Beispiel auch die Riester- oder Rürup-Rente. Dann sind es auch Versicherungsbeiträge, das heißt die Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, Unfallversicherungen, Lebensversicherungen und all diese Versicherungen, die du steuerlich geltend machen kannst, die kannst du als Sonderausgabe geltend machen. Was aber zum Beispiel auch als Sonderausgabe gilt, sind Spenden für gemeinnützige Zwecke. Die dritte große Gruppe an Ausgaben, die du steuerlich geltend machen kannst, sind die sogenannten außergewöhnlichen Belastungen. Auch diese Ausgaben kannst du im Rahmen der jährlichen Einkommensteuererklärung geltend machen. Und wie der Name außergewöhnliche Belastung schon sagt, sind das Ausgaben, die überraschend oder auch in überraschender Höhe auftreten und dich finanziell mehr belasten als, ich würde mal sagen, der Durchschnittssteuerpflichtige in Deutschland. Man könnte fast sagen, dass durch diese Ausgaben Schicksalsschläge steuerlich abgefedert werden. Was zählt eigentlich dazu? Das sind zum Beispiel Unterhaltszahlungen an Angehörige. Aber auch Gesundheitskosten, wie zum Beispiel Arztrechnungen, Zahnarztrechnungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Heilbehandlungen, aber auch Fahrten zu Ärzten oder Krankenhäusern, die kannst du als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Das heißt, diese Unterlagen solltest du auch immer unterjährig aufbewahren. Außerdem könnte es sein, dass du eine Erwerbsminderung durch eine Behinderung oder einen Unfall hast. Um die steuerlich geltend zu machen, brauchst du einen Behindertenausweis. Ein weiteres Beispiel für eine außergewöhnliche Belastung wären auch Beerdigungskosten, die du auch im Rahmen deiner Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung ansetzen kannst. Wenn du unser Mandant bist und wir für dich deine Einkommensteuererklärung machen sollen, dann schick uns mal alle Unterlagen für diese ganzen Ausgaben zu. Wir schauen uns das an und melden uns, falls wir noch weitere Unterlagen benötigen. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video einen groben Überblick über die Dinge gegeben hat, die du steuerlich absetzen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video, gerne auch mit dem Hashtag Steuerfrage, denn du hast zwei Vorteile dadurch. Erstens bekommst du eine Antwort und zweitens nimmst du dadurch automatisch an der Verlosung teil für dieses Überraschungspaket. Denn jeden Sonntag verlosen wir eines dieser Pakete. Ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das kannst du hier machen oder eins unserer weiteren Videos anschaust, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Krankenversicherungen, private Rentenversicherungen,